Liebe Leute von Crap TV, wir fangen mit einer Serie an, die eigentlich speziell für Papis gemacht ist. Papi wie ich bin Papi. Und du wisst vielleicht, es gibt so Vorzeigefamilien, wo immer alles super ist und so. Aber es gibt auch Papis wie ich, wo es irgendwie nicht immer einfach so gut klappt. Und ich habe da ein paar Erfahrungen gemacht. Und gewisse denken dann, ja, Gottfried Stutz, wieso läuft es bei mir nicht und bei den anderen schon? Das muss man verstehen. Um so etwas zu verstehen, wenn wir uns mal der ersten Frage widmen, warum die wir Männer eigentlich gern einmal ein Bier trinken oder auch ein paar Bierchen zu viel? Oder wieso säckeln wir von einer Arbeit zur anderen Arbeit und arbeiten die ganze Zeit? Also Workaholic und Alkoholic. Erstmal, ich wollte überhaupt nicht werten. Es ist beides, ist eben ein wunderbares Rezept oder ein Substitut. Es ersetzt Liebe. Das heisst, wenn es nicht so gut läuft daheim, dann gibt es eigentlich fast nichts Besseres als ein paar Flaschen Bier oder Bestätigung, die man kriegt, wenn man arbeitet, wieder ein gutes Business gemacht hat. An der Arbeit kriegt man eben sehr viel Bestätigung. Das heisst, man kann sich die Liebe in flüssiger Form oder eben auch in körpereigenen Drogen beschaffen, wenn es nicht so gut läuft. Das erklärt, wieso dass eben sehr viele Männer gerne arbeiten schaffen oder fast nie daheim sind, immer an der Arbeit. Oder wenn sie dann mal kurz daheim sind, dann latscht sie ab fürs berühmte 4-Oben-Bier. Beides sind wunderbare Rezepte, um eigentlich das Leben auszuhalten, wo man teilweise feiert, aus Liebe zu den Kindern. Und ihr wisst, nicht alle Papis haben es gut mit den Mamis. Und das ist ein Grund. Die Frage ist natürlich, warum brauchen wir einen Liebesersatz? Das liegt daran, dass wir uns nicht wirklich geliebt fühlen von unseren Partnerinnen. Im Gegenteil, wir fühlen uns manchmal sehr angegriffen und wir fühlen uns extorsioniert, also erpresst. Und wir lassen uns nicht gerne erpressen, weil meistens lieben wir eben unsere Kinder mehr als alles andere. Und wir müssen sozusagen mitspielen, wenn wir unsere Kinder sehen wollen und wenn wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wie kommt es überhaupt zu diesen Situationen? Das liegt ein bisschen daran, dass wir eigentlich als Mensch fast ein bisschen zu früh auf die Welt kommen, weil wir einen grossen Kopf haben und wir schaffen es nicht, voll ausgewachsen durch das Becken von Mami zu kommen. Also kurz, wir sind eigentlich frei geboten. Wir sind nicht wie ein Reh, das auf die Welt kommt und gar kann rumspringen und essen und mit einem anderen Reh sind wir drin, sondern mit einem Großteil von unserer Entwicklung eigentlich in den Arm von Mami oder in den Arm von Papi oder vom Großvater machen. Und wenn wir so sind, dann tun wir eigentlich erst unser Hirn und so entwickeln. Und da hat es eigentlich zwei Hormone, wo irgendwie eine grosse Rolle spielt. Das eine ist irgendwie, sagen wir, nennen wir es jetzt das Neugierhormon, also wir gehen raus, gehen spielen, schauen, was so läuft. Und das andere ist eigentlich ein Hormon, das wir gerne, wenn an die Brust von Mami und gehätschelt werden und umarmt werden. Jetzt kann passieren, dass ein Kind, das völlig neugierig ist, oder, krabbelt am Boden umeinander und findet den Ziegenstummel. Interessante Sache. Das muss man beobachten und anschauen. Oder? Und wie macht man das am besten? Natürlich dort, wo man den besten Taktsinn hat, das ist mit dem Maul. Man steckt sie mal ins Maul.
Jetzt kann auch sein, dass das beobachtet wird von Mami oder von Papi. Und wir haben alle die Geschichte gehört, drei Ziegenstümmel, das bringt das Kind um, wenn es das ist. Oder? Das heisst, aus Angst, dass etwas unserem Kind passiert, rennt man dort hin, nimmt es am Arm und reißt es weg von dem Ziegenstummel. Und vielleicht ein bisschen schnell, weil man will ja verhindern, dass es gerade verschluckt. Oder? Und das Kind spürt sozusagen wie einen Angriff in seinem Arm, der hier wegzieht und schlägt dann sofort von der Neugierhormon ins Eierschätzchenhormon, was das Brusthormon, zurück. Das heisst, es wird sofort in den Arm genommen werden nach dem Angriff. Jetzt kann natürlich sein, dass eben das Kind schreit, brüllt. Die Nerven vom Papi oder von Mami sind eh ein bisschen blank oder so. In der gefährlichen Welt Kinder müssen sie haben und alle schmeißen ihre Ziegenstummel am Boden und so weiter. Und findet irgendwie, versteht das gar nicht, wieso brillst du jetzt da? Ich habe ja nur gerettet, oder? Und so, und du bist nicht so blöd und vielleicht, wenn es dumm geht, fängt es noch eine Klepper ein. Auf jeden Fall fühlt sich das Kind massiv angegriffen. Jetzt ist ja so, dass die Erfahrung, also das, man muss auch wissen, das Hirn vergisst absolut nichts. Also wir wissen eigentlich unser ganzes Leben. Wir haben es einfach nicht präsent, aber das Hirn vergisst nichts. Und jetzt haben wir die zwei Erfahrungen, also unsere Retter und unseren Angriffer ist die gleiche Person. Und wir haben es wirklich nötig, dass wir die Retter haben. Jetzt tun wir die beiden Erfahrungen eigentlich trennen. Also wir machen, um die Situation zu meistern, machen wir eine physische Unterbrechung zwischen diesen zwei Erfahrungen. Also der Papi und das Mami schlägt mich und Papi und das Mami rettet mich. Die zwei Erfahrungen werden eigentlich physisch getrennt. Nennen wir es jetzt Hirnhälfte, also es gibt dort danach einen Schnitt, um eigentlich können weiterzuleben als Kind. Und wie schon gesagt, es ist eine physische Unterbrechung von einer Verbindung, die wir normalerweise im Hirn haben oder sollten haben. Und wir machen das, um die Situation können zu überleben. Nur das Problem ist jetzt, es sterben mit dieser Verbindung auch gewisse andere Sachen. Eins nennen wir zum Beispiel Empathie. Das heisst, dass die Empathie ist die Kraft oder der Don oder die Fähigkeit, sich in eine andere Person zu versetzen oder sich selber sozusagen von außen aus Sicht von einer anderen Person anzuschauen. Jetzt stell dir vor, du bist so aufgewachsen. Und das sind viele in dieser komplexen Welt, haben viele Eltern Angst und manchmal passiert sozusagen so eine heftige Erziehungsmaßnahme, wo dann eben Kinder sozusagen Empathie amputiert hinterlässt. Jetzt ist es so, dass wenn man diese Fähigkeit nicht mehr hat, sich in die andere Person zu versetzen oder auch sich selber von außen zu sehen, dann sterben gewisse Fähigkeiten. Also man, zuerst mal hat man keine Empathie und zweitens kann man dann auch keine Fehler mehr machen. Also, oder sagen wir so, keine Fehler mehr zugeben. Wenn immer dann irgendwas passiert, irgendwie Autounfall oder was auch immer, etwas, was einem emotionell stört oder so, sucht man die Schuld in der Umwelt ringsum. Das heisst, es ist nicht so, dass ich jetzt halt schnell zur Arbeit gefahren bin, sondern der Double ist von links gekommen, der überhaupt keinen Vortritt und so weiter. Und wir dienen eigentlich sämtliche Sachen, die falsch laufen oder so, die wir projizieren in unsere Umwelt. Das heisst, wir machen keine Fehler mehr, weil wir uns gar nicht können von außen anschauen können. Und wir können auch gar nicht mitfühlen mit einer anderen Person, nach so einer Empathie-Amputation. Das heisst, wir können uns nicht mehr in die Rolle von der anderen Person versetzen. Ja, und dann eben in so einer Gesellschaft kann es halt passieren, dass man ein Kind hat mit jemandem, der diesen Schnitt hat müssen machen im Hirn, nicht aus Bösartigkeit, sondern aus absolutem Selbstschutz als Rezept zum Überleben. Oder dass man selber
so eine Empathie-Amputation hat. Und das heisst, wir haben jetzt plötzlich Schwierigkeiten, uns in die Situation von unserem Partner zu versetzen. Wenn jetzt einer so eine Empathie hat und der andere nicht, dann ist es tatsächlich sehr frustrierend, weil man denkt immer, man schließt von sich auf die anderen und denkt dann, hey, merkt die eigentlich nicht, dass jetzt die ganze Zeit umeinander gerannt habe, ich schaffe das Geld da, mache dieses und jenes ein Spiel und dann fickt die mich so an. Und wir können dann überhaupt nicht einordnen, dass halt eben so eine Empathie amputiertes Hirn gewisse Sachen nicht hatte, kann sich nicht in die einfühlen. Wir missinterpretieren das dann als eigentlich eine fehlende Liebe. Dabei ist es eigentlich wie ein fehlendes Bein. Oder ich verlange ja nicht von einem Einbeinigen, dass er mit mir um einen Block rennt, weil er das halt einfach nicht kann. Und wir haben immer die Tendenz, dass wir eigentlich erwarten von unseren Partnerinnen oder von unserem Partner, dass er Empathie hat, weil gewiss, ja, meistens gibt es eben die Probleme, wenn der eine amputiert ist und der andere nicht. Kurz, ein Großteil von unserer Erziehung ist eigentlich ein bisschen gewalttätig. Manchmal ist es nicht ein physisches Rissen normal, manchmal ist es einfach nur ein Zusammenschissen. Ist es, wie soll ich sagen, psychologische Gewalt, was aber in keinem Fall weniger schlimm ist und so. Und man weiß ja auch, dass Männer benutzen jetzt eher ihre Kraft, wenn sie Gewalt anwenden, während das Frauen ja mit ein bisschen weniger Muskelmasse eher psychologische Gewalt anwenden. Also die famose Waffe von der Frau, also nicht nur schön ausgesehen, sondern eben auch die spitze Zunge sozusagen. Kurz, wir verstehen die Welt nicht mehr, wenn dann nachher unser Partner so kaltblütig eigentlich ist mit uns. Und meistens ist es eben auch so, dass die Verletzung, die so eine Empathie-Amputierte hat, dass das eben, wie gesagt, eine Verletzung ist und dass es eigentlich uns auch das Leben lang noch Möff macht, dass man uns so gewaltmässig behandelt hat, also dass man einfach am Arm gerissen hat und die haben mich nicht können wehren, weil so ein Baby hat 2 Kilo und die Mami hat 50 oder der Papi 80 Kilo. Das heisst, es ist eigentlich, haben wir die Erfahrung, die wir ja nie vergessen haben, einfach in der Verdrängt sozusagen, an einem anderen Ort im Hirn. Das tut uns eigentlich stören. Aber wir haben irgendwie gelernt, damit zu leben und damit wir uns gut fühlen, haben wir das Gefühl, das muss so sein. Also wir werden, sobald wir Kinder haben, werden wir dann auch sagen, ja, das braucht eine Erziehung, wenn du es siehst, wenn mit einem Ziegenstummel musst du es gerade am Arm reissen. Irgendwann führt dann eben die Empathie-Amputation in eine Art Teufelskreis. Das heisst, der Papi fühlt sich nicht geliebt, weil die Frau sich nicht können in sie hineinfühlen und liebt dann natürlich auch weniger die Frau, weil wie kommt die mir so? Das heisst, wir geben weniger Liebe und wir kriegen weniger Liebe. Eigentlich aus Unverständnis, weil wir immer von unserem Hirn auf die anderen Hirne schließen. Und die ganze Erziehung, die wir heutzutage, die sich etabliert hat, wir sind keine Ureinwohner mehr, die einigermaßen in den Frieden leben. Wir leben in einer gefährlichen Welt. Und es hat einfach immer einen größeren Anteil an Leuten, die auf eine Art nicht in diesem Frieden haben können aufwachsen. Nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil die Angst, die die Eltern haben, teilweise Erfahrungen auslöst, die eigentlich gar nicht so gut sind. Jetzt mal die erste Psychologiestunde, die ich hier probiert habe, mit dem abzuschließen. Also wenn immer ihr ein Bier trinken oder wenn ihr zu viel arbeiten, denkt einfach daran, es ist nur ein Liebesersatz. Ihr werdet am nächsten Tag wieder ein Bier müssen haben und werdet am nächsten Tag noch mehr Geschäfte müssen. Aber zweifelsohne, es gibt eine momentane Erleichterung.
von dem Liebesmangel, den wir fühlen, und auch den Liebesmangel, den wir dann eben unseren Partnerinnen nicht mehr geben. Also ich weiss, ich habe jetzt alles sehr kurz gefasst mit meinen Worten. Wer sich weiter kundig machen will, was eben bei der Empathie-Amputation passiert, da kann ich sehr empfehlen, ein Video, wo ich darauf gestoßen bin, Bombe im Gehirn. Oder auch der Arno Grün, ist so ein Psychoanalyst, der kann stundenlang Bücher hören. Ich kann empfehlen eigentlich den Papis, macht euch ein bisschen kundig und verlangt nicht von einem Einbeinigen, dass er mit euch um den Häuserblock segelt. Tschüss von Crap TV, Pedro Pistola.